So, herzlich willkommen zurück zu Murdered Soul Suspect. Wir sind jetzt auf der Suche nach Hinweisen, um unserem Ableben auf die Sprünge zu kommen. Und dafür müssen wir jetzt in den dritten Stock. Aber gefährlich aus. Ja. Schnell weg. Oh, Scheiße. Ja, schön. Und jetzt? Weglaufen. Die Rückstände von Geisterseelen verbergen eine Präsenz vor Dämonen. Ah. Ah, so funktioniert das. Ah. Mal gucken, ob der noch da ist. Monica Chase aus Salem, wo ein grausiger Mord die Stadt in Panik versetzt hat. Diese sonst so verstärkte wurde zuletzt an einer Welle der Gewalt. Es platziert eure Einsätze und hofft auf mehr Glück. Was machen hier? Illegales Glücksspiel? Da liegst du richtig, Kumpel. Daran solltest du denken, wenn du dir deine traurige Bilanz anguckst. Ich weiß nie, ob sie mich mag oder einfach nur nett ist. Naja, aber die interessieren uns jetzt nicht. Okay, zieht die Hosen stramm, Gentlemen, und wirf ein paar Chips in die Mitte. Da ist der Geist. Ich glaube, der ist draußen auf dem Flur. Ja, aber ich muss ja... Ich kann hier nicht durch. Weißt du, dass ich damit Zweien und Könige verwandeln? Warum nicht? Eine gesegnete Wand vielleicht. Aha. Spiel endlich deine Karte. War doch immer in seiner Wohnung. Ziemlich gut, Avery. Tja, dann müssen wir wohl doch anders dran vorbei. Ja, keine Ahnung. Ist ja sehr günstig platziert. Ja. Einen Dämon vernichten. Ach, das ist jetzt extra so gemacht wahrscheinlich. Mhm. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Halte RT, um zu versuchen, ihn zu vernichten. Okay. Dämonentöterin oder was? Ach, Exorzist, nein, dann. Tja, dann lass uns mal die nächsten Beweise einsammeln, würde ich sagen. Wo ist denn hier der Rest? Da. Ach, hier sind mehrere. Super. Naja, es muss auch spannend bleiben, ne? Ja.
Hm? Nee, ist auch ein Geist. Hi. Hey, du bist es. Du bist berühmt. Zieh dir das in die Klötze rein. Passt schon. Danke. Tja, es fällt ja nicht aller Tage. Jemand aus dem Fenster wird dann auch noch mit der eigenen Waffe erschossen. Hm. Enthüllen. Aha. Ein nasses Grab. Ich meine. Schätze. Ja, direkt vor der Tür. Ist eine Idee. Was. Wie machen wir das? Rein logistisch. Sollen wir dann. Ja. Ist weg? Ja. Meine Fresse. Da müssen wir da doch offensiv rangehen. Vernichten. Ja, würde ich ja gern. Verstecken. Mein Gott. Also ich hätte vorhin drücken können, aber. Wieder zurück. Muss man im richtigen Moment raus und dann. Bingo. Muss man auch die richtigen Knöpfe drücken. Geht doch. So. Sollen wir uns noch ein bisschen umgucken? Vielleicht gibt es ja noch was zu finden. Also was war's? Stromschlag oder Pulsadern? Rasierklinge. Es sollte nur die Rasierklinge sein. Das haben die Stimmen gesagt. Die Musik sollte mich nur ablenken, bis ich verblutet bin. Das Radio war also nur ein Unfall? Ich habe mit dem Schnitt begonnen. Das warme Wasser hat meine Haut so weich gemacht. Aber ich konnte es nicht. Das Radio ist vom Land gerutscht, als ich aus der Wanne wollte. Ich wollte nicht sterben. Es waren die Stimmen in meinem Kopf, die mich tot sehen wollten. Das tut mir leid, Kleiner. Ich würde sagen, dass es einfach doof gelaufen ist. Ja, das würde ich auch so sehen. Shh. Hören Sie das? Still. Nee, ich höre nichts. Na, was ist denn da? Kann ich gar nichts machen. Ah. Wenn der Tod kommt, kommt er nicht allein. Mhm, Särge. Es sind mehrere Särge zu finden. Mehrere Särge wahrscheinlich nicht, aber mehrere Bilder. Na gut, muss man mal gucken. Wie bringt der Tod immer auch einen Sarg mit, oder was?
Ja, dritter Stock, das sieht gut aus. Aha. Okay, Leute, ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Ich fürchte, die Untersuchung läuft noch. Ein Typ wurde aus dem Fenster geworfen. Genaueres wissen wir noch nicht. Warum fällt mir keine originelle Frage ein? Wie gesagt, die Untersuchung läuft noch. Sind wir hier noch sicher? Ja. Du musst gar nicht erst rausgehen aus den Körpern, sondern kannst direkt in den nächsten reinschlüpfen. Nein. Ich sollte bei diesen Leuten bleiben, wenn ich gehe. Was fürchten Sie? Dass wir Angst vor Mörder bekommen? Die haben wir längst. Ma'am, das Salem Police Department wird das aufklären. Polizisten reingehen. Keine Sorge. Wenn Sie keinen Verdächtigen festgenommen haben. Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Ist doch nicht mehr so sicher. Kann ich für ein paar Tage weg bleiben? Scott sollte sich mal entspannen. Dann schauen wir uns mal um. Hallo? Okay, ob die fünf alle hier sind irgendwo in dem Haus? Kann schon sein. Hey, Broyles. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Mhm. Eine Waffe. Verdammt. Das ist wahrscheinlich seine erste Geschenk Waffe. Meiner Mom. Ja, die schenken sich ja merkwürdige Dinge. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Du kannst jederzeit versuchen, deine primäre Frage zu beantworten, aber oft ist eine sorgfältige Bekundung des gesamten Tatortes notwendig. Ja, dann schau dich mal um, würde ich sagen. Mhm. Ach so. Das heißt, jetzt erstmal alles einsammeln. Und anschauen, ne? Und dann anschauen. Details analysieren. Sieht er zielsicher aus, oder? Ja, ich mach das dann mal. Suchend. Scheint richtig zu sein. Was hat er gesucht? Keine Ahnung. Da liegt was. Mal angucken. Vierte von links. Das, ne?
So, was gibt's denn noch? Schau dir doch die Waffe auf dem Boden mal genauer an. Ach da. Dann sag ich doch Primärwaffe. Mhm. Ja, schon fraglich, warum, ne? Ja. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Da hinten leuchtet noch was, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte. Ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Vermisstenmeldung oder was? Ja. Das ist dieselbe Cassandra Foster, die gelegentlich als beratendes Medium mit der Polizei Salems gearbeitet hat. Ich glaube, das kann auch interessant werden. Das denke ich auch. Wahrscheinlich eine Sterbliche, die uns dann sehen kann. Das ist natürlich gut möglich. Das ist wahrscheinlich Cassandra Foster. Ja, möglich. Sich versteckt. Sich versteckend. Verängstigt. Oder beobachtend. Die wird sehr wahrscheinlich was... Ah, das sind drei Fragezeichen, ne? Verängstigt. Beobachtend. Mhm. Es gab eine Zeugin meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? Ach, kannst du dir den Flashback sogar nochmal angucken? Ja, ist nicht schlecht. Unordentlich. Können ruhig mal aufräumen. Irgendwo da muss noch Beweis 9 sein. Auf dem Boden. Da. Ich wurde ziemlich übel herumgeworfen. Der Typ ist stark. Ja. Das Fenster, aus dem der Mörder mich geworfen hat. So, da muss ja noch viel mehr rumliegen, ne? 7 von 14 Hinweisen. Wir wissen jetzt auch immer noch nicht, warum der Mörder da war, ne? Nee. Hier ist noch was. Eigentlich muss es ja noch mehr Hinweise geben. Vielleicht sind ja auch noch Hinweise vor der Tür. Das kann natürlich sein. Wo diese komischen Geistergestalten da nachher weg waren.
Na gut, so groß ist es da jetzt nicht mehr. Wir müssen schon hier rein, so wie der Pfeil anzeigt. Ja. Ist er eigentlich da schon im Schrank? Ja. Was übersehen? Also laut dem fehlen noch drei Hinweise. Was haben wir übersehen? Ich weiß dennoch was. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Naja. Ah. Buch über Geister. Ein Buch über Geister und verschiedene Reiche. Was heißt denn eigentlich diese Abzeichen dahinter? Ich weiß es nicht. Warum weißt du das nicht? Meine Glaskugel gerade nicht dabei. Aber 14 Hinweise, wo sollen jetzt noch 6 Hinweise sein? Irgendwas hat er doch hier gesucht, oder nicht? Warum steht der denn sonst hier vor der Tür? Ja, der hat nur geguckt, ob die Frau da im Schrank ist. Ja, kann sein. Dann geht's wieder runter. Einfach mal versuchen, die Frage zu klären, warum der da ist. Ja. Also laut dem fehlen noch 2 Hinweise. Das und das. Ja. Oder hätte das Buch gesucht, aber glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass die Person gesucht hat. Okay, das war's wohl nicht. Der suchende Mörder.
Also der hätte nur kurz reingeguckt. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Ui. Ich würde sagen, der ist stark. Da bin ich also reingeplatzt. War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Einige Ermittlungen enthalten mehrere Fragen, die mehrere Antworten benötigen. Achso, jetzt geht die Hinweissuche noch weiter. Deswegen waren noch so viele. Na, dann gehen wir zum offenen Fenster, da wo sie rausgeklettert ist. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, okay. Bis dann.